Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute sprechen wir über E-Bikes und Pedelecs in der Privathaftpflichtversicherung. Wichtig zu wissen, hier gibt es verschiedene Modelle. Wir haben die sogenannten Pedelecs mit einer Tretkraftunterstützung bis 25 km/h. Dann haben wir die S-Pedelecs, die sogenannten schnellen Pedelecs mit einer Tretkraftunterstützung bis 45 km/h. Und die sogenannten E-Bikes, diese theoretisch ohne Treten selbst fahren. Wichtig zu wissen, die S-Pedelecs und E-Bikes benötigen ein eigenes Versicherungskennzeichen, somit sind diese nicht in der Privathaftpflicht mit dabei. Die Pedelecs sind in der Privathaftpflicht mit abgesichert bei Schäden gegenüber Dritten. Zudem solltet ihr euren Versicherungsschutz prüfen auf eine Forderungsausfalldeckung. Diese beinhaltet Schäden gegenüber euch selbst, also euch oder dem Pedelec, vorausgesetzt, der Unfallverursacher kann aufgrund fehlender finanzieller Mittel oder aufgrund einer fehlenden Privathaftpflicht nicht für den Schaden aufkommen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel.